Liebe Freunde, hier ist euer Steinwein. Wir sind zurück. 27. Februar 1859 und eine internationale Krise steht hier vor der Tür. Vorher gucken wir mal kurz mal bei unseren Facharbeitern rein. Da gibt es hier ein paar Arbeitslose, offenbar, ziemlich viele sogar, in Hessen-Nassau. Aber hier wird schon gleich eine Handfeuerwaffenfabrik errichtet und in Baden wird ausgebaut. Das sollte sich gleich erledigt haben, dieses Thema. Insofern können wir gespannt hier weiter beobachten, was hier los ist. Nein, ich wollte vorher noch mal in die Zeitung reingucken. Was gibt's? Ein Wunder. Die 14 Jahre alte Müllers Tochter Bernadette Soubirou hat in einer Höhle bei Lourdes nördlich der Pyrenäen ihre erste Vision der Großmutter Maria. Ah, ist das der Beginn der Wallfahrt nach Lourdes? Okay, Frankreich dehnt sich aus. Das kennen wir schon. Der Aufstieg der Niederlande wird betrachtet und Toskanas Beziehungen mit Österreich sind Thema der Presse. So, hier sind noch viele Nationen unentschlossen. Ja, die Osmanen gehen natürlich auf die Seite ihres Verbündeten, hervorragend. Und sehr schön, die Belgier auch. Nun wird's eine Schlappe, so hoffe ich doch, für die Franzosen. Aber wir haben erstmal eine große Entdeckung, nämlich kontinuierliche Befehlserteilung. Durch die Verwendung eines Stabssystems, Stichwort von Moltke, selbst bei niederrangigen Einheiten konnte ein militärischer Anführer seine Befehle kontinuierlich und präzise erteilen. Dadurch werden wir schneller. So, und wir haben wieder, wir gehen mal kurz hier raus, wir haben wieder hier Möglichkeit, Beziehungen zu verbessern. Damit sind wir auf Maximum. Und gewinnen jetzt auch schon wieder dazu. Die Franzosen, die sind schneller, natürlich, die sind halt benachbart. Wir werden uns jetzt hier ärgern wieder. Okay, sehr schön. Wir können einen nationalen Fokus mehr verwenden. Das ist hervorragend durch die nächste Technologie, die wir erforscht haben. Insofern ist jetzt wieder tatsächlich der Moment gekommen, wo ich meinen Würfelbecher zum Einsatz bringe. Noch sind unsere Schwerpunkte so, wie sie bisher waren. Und ich würfle wieder eine 11. Kann das wahr sein? Wir werden plötzlich zur Kulturnation. Ich fasse es nicht. Bildungseffizienz plus 10%. Könnte auch was Gutes sein. Wir könnten hier noch weiter gehen. Ideologischer Gedanke, Staat und Regierung. Aber ich glaube, das gefällt mir ganz gut. Bildungseffizienz, Positivismus. Nehmen wir das. Okay, na sowas. Wie der Würfel so fällt. Sehr interessant. So, was macht unsere Krise? Die Holländer und die Russen sind immer noch... Ach ja, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Die Franzosen bringen uns in Verruf. Okay, dadurch sind wir jetzt nur langsamer. Wir könnten jetzt die Franzosen in Verruf bringen, aber das ist, glaube ich, Quatsch. Wir warten lieber, bis wir 50 haben. Das hilft uns mehr. Mal gucken, wir steigen trotzdem einigermaßen schnell an. Wir werden 50 haben, bevor die Franzosen 50 haben. Sehr schön. Okay, und der Konflikt ist geendet. Die Briten erhalten die Weihnachts- und Kokosinseln. Da gab es einen kolonialen Wettstreit. Und diese Inseln, ja, nicht schlecht. Die Franzosen wurden düpiert. Hervorragend. Ich hoffe, sie haben ordentlich Prestige verloren. So, wir könnten jetzt Berater ausweisen. Das würde alle Großmächte betreffen. Ist aber, glaube ich, keine schlechte Tat, weil dann der Malus in Verruf gebracht auch verschwindet. Wir machen das jetzt mal. Und dann werden wir so richtig nach vorne gehen. Delegierte Befehlsgewalt. Dies bedeutete, dass ein Offizier einem oder mehreren Untergebenen vorübergehend die Befehlsgewalt für klar definierte Aufgabengebiete übergeben konnte. Dies bedeutete, dass er nicht ständig alles selbst kontrollieren musste und sich auf die wichtigsten Probleme konzentrieren konnte. Moral plus 30%. Wahnsinn. Ah, okay. Der Einfluss Frankreich. Hätten wir da jetzt eine Nation auswählen müssen? Habe ich da was falsch gemacht?
Das ist nicht irgendwie... Das hat nicht so geklappt, wie ich mir das gedacht hatte. Gleich werden die Franzosen wieder agieren. Naja. Möglicherweise habe ich da ein Fehlerchen gemacht. Ich habe die Briten rausgekickt. Das verstehe ich nicht. Hätte ich die Franzosen auswählen müssen. Naja, sie agieren. Da muss ich das nächste Mal nochmal besser drauf achten. Ach nee, wir sind beim Maximum. Dann werden wir jetzt in Richtung Österreich gehen. Naja, sie haben ja immer noch das Großmachtbündnis mit Frankreich, genau. Beziehung verbessern, 148. Das ist doch soweit in Ordnung. So, hier ist unser Chor schon fast vollständig. Fehlt noch was? Pioniere fehlen noch. Ja, unser Botschafter wurde verbannt. Alles klar. Die marschieren jetzt dorthin. Habe ich etwa zu viel? Habe ich da etwa... Ach nee, das ist genau die eine Artillerie, die da zu viel ist. Ich erinnere mich. Die aus Dresden. Die müssen wir jetzt da rauslösen. Denn dann wollen wir doch korrekt bleiben. So. Und die wählen wir aus und die kommt da unten hin. Und dann ist erstmal alles wieder in Butter. Wir müssen bloß darauf achten, dass wir in diesem Jahr noch das nächste Korps ausheben. Ich habe hier schon ganz brav das als das sechste Korps benannt. Ja. Und die nächste Großentdeckung. Bereichseffekt Munitionsberechnungen. Durch die Anstellung statistischer Standardberechnungen, wie viel Munition benötigt wird, um gegen eine feindliche Einheit mit vorbestimmter Stärke in einem vorbestimmten Gefechtsquadrat den gewünschten Effekt zu erzielen, konnten Gefechte kosteneffizienter gestaltet werden. Gott, was alles gemacht wurde. Erstaunlich, wie man die Wissenschaft auch so verwenden kann. So ganz viele Eisenbahnen sind gebaut. Ich glaube, wir können das mal... Wir brauchen das nicht mehr hier als Symbol anzeigen. Okay. Das kann man, glaube ich, irgendwie komplett... Ja, mit Rechtsklick komplett erledigen, das Thema. Sehr schön. Oh, und wir haben ja einen nationalen Fokus, den wir noch nicht bestimmt haben. Und was machen wir denn da? Ich wäre fast geneigt, nee, irgendwo noch ein bisschen Industrie zu fördern. Aber dazu hätte ich mir jetzt nochmal ganz genau... Gedanken machen müssen, wo am besten welche Industrie hingehört. Insofern lassen wir das jetzt mal. Wir steigern mal weiter diese Kapitalisten. Wir fördern mal weiter Kapitalisten. Klingt auch irgendwie komisch. Niederbayern haben wir das schon gemacht. Sachsen wäre vielleicht ein guter Ort, das jetzt hier auch zu machen. Okay, Freunde. Insgesamt, wie sieht es aus bei unserer Produktion? Hier wird ja viel, viel, viel gebaut. Was mir Sorgen macht, dass die... Doch, die sind im Plus. Wunderbar. Hier ist mal wieder eine Fabrik geschlossen, Handfeuerwaffen. Ja, das läuft nicht so rentabel. Ebenso die Sprengstofffabrik. Hier auch Handfeuerwaffen. Hier Artillerie. Die Waffen, obwohl wir ein Regiment nach dem anderen... Ausheben läuft das nicht gut. Das ist nicht so schön. Naja, gut. Ich denke mal, wir brauchen jetzt hier nichts groß zu subventionieren. Hier machen wir das schon. Ein paar Waffenfabriken können wir subventionieren. Das ist schon in Ordnung. Politische Religion. Politische Religion ist die Lehre, die Religion mit der Politik verbindet. Das Wissen wird oft als Gott gegeben angesehen und religiöse Wahrheit kann nicht zurückgewiesen werden. Ja, sehr schön. Die Frühform von der Tina-Politik. There is no alternative. So, der Konflikt, den kennen wir schon. Großbritannien dehnt sich aus, das wissen wir schon. Beleidigung. In Piemont? Warum? Spanien hat freundschaftliche Beziehungen mit dem Zarenreich. Ist das gut für uns? Ich weiß es nicht. Wir werden mal weiter freundschaftliche Beziehungen... mit den Österreichern versuchen. Und warten. Ach so, jetzt will ich aber nicht vergessen, unser nächstes Korps aufzustellen. Wir werden es mal nicht so weit weg von der französischen Grenze aufstellen. Vielleicht hier in Ulm. In Ulm und um Ulm herum. So, das werden wir jetzt hier deaktivieren. Und jetzt kommt der gleiche Kram nochmal, den wir schon kennen.
Halt, hier ist noch eine Sache nicht zugeordnet. Ordnung muss sein, besonders in diesem Let's Play. So, wir machen das Übliche. Wir bauen erstmal wieder 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6. Wir bauen zweimal Artillerie. Zweimal Pioniere. Zweimal Dragoner. Und einmal Kürassiere. Okay, sehr schön. Auf geht's. Trotzdem haben wir noch viel, viel, viel Geld. Leider können wir die Forts hier noch nicht erweitern. Soweit sind wir noch in der Forschung. Aber wir können hier oben mal in Richtung Holland. Wer weiß, was da noch so los ist. Da sollten wir auch noch ein bisschen erweitern. Und im Zweifel Stufe 2 Forts bauen. Ne? Wie sieht es hier aus? Also insbesondere die österreichische Grenze. Das Ganze rückt ja irgendwie doch immer näher. Da sollten wir dann jetzt hier richtig investieren. Das kostet auch wirklich eine ganze Menge. Hier wird noch erweitert. Hier auch. Was ist denn hier los? In Bayreuth wird auch noch gebaut. Hier wird überall noch gebaut. München ist auf Maximum. Okay, das heißt, hier können wir nichts erweitern. Ansonsten die zweite Reihe sollten wir vielleicht auch nicht vergessen. Zumindest ein bisschen. Stufe 1 Force könnten wir dort auch haben. Sicher ist sicher. Die Truppen stoßen da ja auch durchaus weiter vor. Die gegnerischen. So weit, so gut. Ich denke, mehr brauchen wir hier nicht tun. Was macht unsere diplomatische Aktion mit Spanien? Wir kommen da irgendwie nicht so recht voran. Wir sind immer noch verbannt. Bierschenke. Das kennen wir. Tu nicht gute Säufer und sowas alles. Das werden wir wieder verhindern. Schon wieder ist es Pommern. Was ist da los? Dem muss Einhalt geboten werden. Das kann nicht wahr sein. So, wann geht's hier endlich weiter? Niemand weiß es. Gleich ist der Positivismus unser, aber meine Herren, was für eine statische, diplomatische Situation. Wir können hier wirklich wenig tun. Sollen wir eine regionale Handelsausstellung abhalten? Eine Delegation, die führende Interessen des Handels und der Manufakturindustrie repräsentiert, hat vorgeschlagen, eine regionale Handelsausstellung in unserer Hauptstadt abzuhalten. Ein solches Vorhaben wäre eine exzellente Gelegenheit, unseren Nachbarn unsere wirtschaftlichen Fähigkeiten und technologische Expertise vorzustellen. Könnte unseren Exporten sehr unter die Arme greifen und unseren Nachbarn Goodwill zeigen. Sollen wir diese Idee unterstützen? Eigentlich spricht nichts dagegen, ne? Besonders wenn man ansonsten Prestige verliert. Natürlich machen wir das. Das ist doch kein Akt. Okay, gleich bricht das Jahr 1860 an. Ich frage mich, wann ist eigentlich die nächste Wahl? Erstmal lernen wir Befehlsunabhängigkeit. Das alte Regelwerk besagte, dass ein Offizier, der die Befehle eines Vorgesetzten missachtete, vor das Kriegsgericht zu bringen war. Dies führte zu äußerst unentschlossenen Entscheidungsfindungen. Zu diesem Zeitpunkt besagte das Regelwerk, dass ein Offizier zwar den Befehlskern eines Vorgesetzten ausführen musste, die Art und Weise aber ihm selbst überlassen war. Okay, das ist wahrscheinlich schon so die Vorform der inneren Führung, oder wie das bei der Bundeswehr heißt. Ich meine, mich da zu erinnern. Ne? Gut. Positivismus. Es ist geschafft. Bildungseffizienz steigt, Kolonialabwanderung allerdings auch. Aber, naja. Das sind nur die, die wir sowieso nicht haben wollen, die da gehen. So, und ich muss meinen Würfelbecher wieder heranholen. Und diesmal ist es, ihr werdet es nicht glauben, eine 10. Und das bedeutet doch tatsächlich, endlich mal wieder, Armee, Militär. Und ich glaube, ich entscheide mich mal für das Hinterladergeschütz bei der Artillerie. Ja, das ist die Zukunft. So prognostiziere ich. Die Artillerie. Also, auf geht's. Wir haben wieder Punkte. Was ist hier los? Ein Ereignis in den USA. Interessiert uns das? Dred Scott, einmal ein Sklave, immer ein Sklave.
Dred Scott, ein in Virginia geborener Sklave, hat mit der Hilfe abolitionistischer Rechtsberater seinen Besitzer angezeigt. Er behauptet, dass sein aktueller Wohnsitz in einem freien Staat seine Emanzipation erfordere. Der oberste Gerichtshof der USA entschied jedoch, dass dies nicht der Fall sei und dass die Besitzrechte von Sklavenhaltern geschützt sind, egal wo in der Union der Sklave lebt. Dieser Prozess brachte die Abolitionisten des Nordens auf die Barrikaden, die das Urteil als ersten Schritt sahen, die volle Einführung der Sklaverei auf das gesamte Unionsgebiet auszuweiten. Ist das etwa der Beginn eines Bürgerkrieges? Uiuiuiui. Naja, das ist aber Gott sei Dank nicht unsere Sache. Irgendwas wollte ich tun, aber ich habe es gerade eben vergessen. Naja. Und hier werden Fabriken gebaut. Schaut euch das mal an. Und besonders erfreut mein Herz, dass die Schnapsbrennereien gebaut werden, obwohl das etwas widersprüchlich ist, weil wir ja diese ganze Kneipenkultur so vehement untersagen. Aber die Leute sollen bitte zu Hause ihr Schnaps trinken und nicht irgendwie öffentlichen Ärgernis hervorrufen. Die nächste große Entdeckung. Prophylaxe gegen Malaria. Oh, das ist mit Blick auf mögliche Kolonisierung interessant, glaube ich. Dieses Medikament schützte den Patienten gegen eine von Malaria-Moskito übertragene Krankheit, die in den Tropen weit verbreitet war. Ja, vor allem die Mindestlebensqualität, die dadurch gesenkt wird, ist da der entscheidende Faktor. So, weiter geht's mit Beziehung verbessern. Bei minus 118 sieht es, wie ist eigentlich Zahnreis 180 Großbritannien? 193, das ist ja noch okay. Das ist ja noch okay. Und was macht hier Spanien? Wir sind da immer noch hinten an. Naja. Gut, da haben wir sicher nicht ganz so klug agiert. Das letzte Mal. Das wirft uns etwas zurück. Aber wir haben schon wieder Diplomatiepunkte. Wir können schon wieder verbessern. Ob uns das hilft, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich meine, wenn sie freigegeben werden für die Beeinflussung, dann wird es wirklich hochinteressant. Wie sieht es denn aus? Oh, Österreich ist wirklich ganz weit zurückgeworfen. Noch hinter Schweden. Und die Niederlande sind auch draußen. Aha. Das ist ja jetzt interessant. Das heißt, wenn das so bleibt, dann ist Russland wieder frei. Das ist ja großartig. Und zwei Entdeckungen sind noch dazu gekommen. Wir entscheiden uns mal für eine, die uns interessiert. Vielleicht Individualismus. Etwas, was wir Konservativen gar nicht mögen. Der Individualismus ist der Glaube an die Bedeutung des Individuums und die Tugenden der Selbstbeständigkeit und persönlichen Unabhängigkeit. Diese Lehre besagt auch, dass sich die Regierung nicht in geschäftliche Angelegenheiten einmischen sollte. Unterdrückungseffizienz sinkt dadurch, das ist schlecht und die Pluralität steigt. Auch nicht gut. Aber das ist hier wichtig. Das ist hier wirklich wichtig. Sizilien, Neapel ist auf Platz 8 vorgerückt. Wenn ich das jetzt richtig sehe, ja, nach Ranglisten. Und die Niederlande sind abgefallen. Wie kommt das denn eigentlich? Militärrang sind sie irgendwie abgestürzt. Keine Ahnung, was hier los ist. Noch sind sie Großmacht. Aber wir müssen auf der Hut sein. Wir müssen auf der Hut sein. Und vielleicht werden wir das nächste Mal, wenn wir können, die Beziehung mit Russland auf Maximum bringen. Und dann werden wir es nochmal probieren. Wir werden dann nochmal Belgien verlassen. Für einen kurzen Moment vielleicht oder auch nicht. Und mit Russland versuchen anzubändeln. Das wäre wirklich eine super Sache. Okay, hier wurde was in Spanien entdeckt. Das bringt mich dazu, hier nochmal nachzuschauen. Wir können immer noch nicht loslegen. Und was haben wir hier? Eine Zeitung. Konflikt verhindert. Das wissen wir doch auch schon. Moldawiens Beziehungen interessieren uns nicht. Okay. Kiva. Botschafter getötet. Luxuskleidung. Da steigen die Preise. Das kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. So. Himmlisches Königreich hat die Unabhängigkeit von ihren früheren Herren aus dem chinesischen Reich verkündet. Okay.
Das ist hier das himmlische Königreich. Alles klar. Gut. Der nächste spannende Punkt ist tatsächlich diese Geschichte mit der Großmacht. Ich will noch mal kurz gucken, haben wir hier viele Arbeitslose? Nee, nur 480. Das ist kein Problem. Die geschlossenen Fabriken schauen wir uns nachher noch mal an. Vielleicht hat sich da inzwischen ja jetzt was verändert. Okay, Leute, wir werden erstmal wieder Pause machen. 1860 ist es. Ich glaube, ich muss da immer noch mal nachgucken. Bis wann geht der Frieden? Bis... bis 62. Oh ja. Wir müssen auf jeden Fall in diesem Jahr als nächstes nochmal die nächste Armee bilden. Das hat man gesagt, zwei Korps können wir noch. Das sollten wir dann auch tun, aber diese ist hier noch nicht ganz fertig gebaut. Nein, da fehlen noch ein Pionier und ein Kürassier. Aber dann geht es voran und weiter. Und damit steigt auch unsere Militärstärke massiv. Und wir sind in diesem Bereich dann schon auf Platz 1, wie ich sehe. Noch vor Großbritannien, hervorragend. Sehr schön. Mit diesen Aussichten und mit zwei Diplomatiepunkten, die wir gleich mal einsetzen, bevor wir das vergessen, beenden wir erstmal diese Folge und freuen uns hoffentlich zusammen auf die nächste. Und auf das, was passiert mit den Niederlanden und mit Piemont. Tja, vielleicht wäre es auch sinnvoll gewesen, die Beziehung mit den Niederlanden zu verbessern, weil die Sphäre ist natürlich dann auch frei. Uiuiuiui. Und wir haben aber Grenze. Das ist natürlich, setzt uns in eine bessere Situation als Spanien. Okay, das sind neue Optionen. Doch etwas Bewegung auf dem diplomatischen Parkett. Also bis dann, macht's gut. Euer Steinwallen.